das Jahr 2019 kurz vor Halloween. Die Creme de la Creme aller Wissenschaften der Erde setzen um, was längst fertig war. Der Aufbruch in eine neue Welt. Eine Welt, in der alles anders, alles besser werden soll. Sie haben längst erkannt, ihr altes System war nicht mehr zu retten. Fiktionen wurden Fakt, Fakten wurden Lügen. Politiker verkaufen ihre ganz eigenen Wahrheiten. Die Wahlen gewannen stets nur noch jene, die die besten Lügen auftischten. The bold statement on the side of a bus, perhaps the most contentious slogan of the Brexit campaign, and at the time Boris Johnson was accused of not telling the truth. Alles, was nicht ins Bild passte, wurde verunglimpft. Entscheidungsträger hörten nicht mehr auf die Wissenschaften und ritten die Erde weiter und immer schneller ins Verderben. Auch wenn Sie aus den Medien ständig etwas anderes hören, es gibt keine gesicherten Erkenntnisse über eine durch den Menschen verursachte Erderwärmung. Südlich in Bitkau in Sachsen-Anhalt griffen die Flammen am Nachmittag auch auf Wohnhäuser über. Dichte Rauchschwaden hingen den ganzen Tag über dem Gebiet. Und obwohl die Menschen wussten, dass sie ihren Planeten zerstören, machten sie trotzdem weiter. Weltweit werden jährlich rund 300 Millionen Tonnen Plastik produziert. 8 Millionen davon landen im Meer. Durch Meeresströmungen bildet der Kunststoffabfall gigantische schwimmende Müllhalden. In der neuen Welt sollte alles besser werden. Auf dem Weg in die neue Welt dachten sie noch an jene, die vergeblich versuchten, sie zu warnen. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school. On the other side of the ocean. How dare you? Right here, right now, is where we draw the line. Nach einer langen und beschwerlichen Reise, in einer Entfernung von 1 Million Lichtjahren, wurden sie fündig. In dieser weit entfernten Galaxie bildete sich Leben ganz ähnlich dem der Menschen. Doch dieses Leben formte eine Gesellschaftsordnung, die die Wissenschaftler mächtig ins Staunen versetzte.
ist denn hier los? Wo ist die Milch? Sag mal, hast du die Milch gesehen? Ja, die habe ich gerade in meinen Kaffee geschüttet. Wir haben aber keine Milch mehr. Na und? Ich höre wohl nicht richtig. Du gehst jetzt sofort runter an den Späti und holst eine neue Milch. Warum soll ich mich jetzt bewegen für dich, wenn du so spät aufstehst? Du holst sofort eine neue Milch. Tja, der frühe Vogel nackt die Kuh. Hahaha. Also ich glaub's ja wohl nicht. Diesen Konflikt können wir nur auf eine Art lösen. Auf zum Streittribunal! Willkommen zum Streittribunal. Seit es keine Parteien und keine Parlamente mehr gibt, löse ich mit einer zufällig ausgewählten Jury alle Streitigkeiten des Alltags. Vor mir stehen zwei Mitbewohnerinnen, die eigentlich einen ganz normalen, friedlichen Morgen verbringen wollten, doch dann war die Milch alle. Die eine hat sie leer gemacht, die andere braucht sie für ihr Müsli. Wer holt eine neue Milch? Das entscheidet das Streittribunal. The time has come. For you to not only lip-sync for your legacy, but to lip-sync for your life. God, I've been saying that! Good luck and don't fuck it up. Was für ein Albtraum. Keine Milch mehr im Haus. Es muss die Halloweenszeit sein. Zeit für eine Transformation. Wo ist hier eigentlich die urbanale Aufnahmeleiterin?